Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen und willkommen zurück zu Minecraft Technik, The New World, dem neuen Modpaket, was ich spiele oder was wir spielen. Ich bin ja nicht ganz alleine hier. Ja, wir waren in der letzten Folge noch ein bisschen wandern. So. Wandern im Sinne von, wir haben Sachen geholt. Also Erze. Und das alles tun wir jetzt mal hier reinhauen. So. Das nicht. Das hier müssen wir noch irgendwo unterbuddeln. Irgendwie, irgendwo. Die anderen Erze kommen da rein wieder. Kupfer, wobei Kupfer nicht, das brauchen wir noch. Den Ton lege ich auch mal hier rein. Und die Kohle, die lege ich auch mal da rein natürlich. Das hier ist Bruchstein. Den brauche ich natürlich nicht da, sondern den kommt hier. Der kommt hier hin, Kies und so. So, ich habe mir die Mod schon wieder. Unbedingt muss ich das schauen. Ich habe mir die Mod FlexBits Steam Power mal angeschaut. Die sieht sehr, sehr interessant aus. Aber damit werde ich jetzt erstmal noch nicht arbeiten. Sondern wir werden jetzt ganz normal erst einmal mal schauen, Terminal Expansion, wie es da aussieht. Denn diese Mod ist ja auch wieder drin. Ne? Und da gibt es ja den Pulverisierer. Und dann gucken wir jetzt mal, wie wir den bauen können. Wir brauchen Kupfer. Kolben, okay. Ah, Kolben wird schwierig, weil wir brauchen Redstone. Eisen, das ist kein Problem. Aber der Kolben, das wird schon, boah, das wird schon schwieriger. Gehärtetes Glas, Maschinenrahmen. Sinn, klar, das können wir noch nicht machen. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal auf den handelsüblichen Mühlstein über. Was ist denn das hier? Use a vulnerable first to qua. Oh, oh, gibt's doch von. Oh, guck mal. Kann ich den einfach so simpel bauen? Eisenplatten, Iron Blade, Eisenplatten, Iron Blade. Ich glaube schon, ne? Den haben wir, den können wir einfach. Oh, ihr wisst, was wir tun. Wir haben hier einen Ofen, den wir ganz klar noch befeuern können mit Eisen. Und wir haben erst einmal wirklich jede Menge Eisen. Wir könnten natürlich. Ne, wir machen das jetzt einfach mal mit dem. Das dauert ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Dieser ganze Bruchstein wird verarbeitet noch zu Steinziegeln. Das Ganze werde ich wahrscheinlich in mehrere Öfen machen müssen. Vermute ich mal stark. Für das Haus dann im Endeffekt. Ah, und ich habe jetzt mal ganz kurz eine kleine Pause gemacht, bin zur Stadt hingereist im Creative Modus, gebe ich gerne offen und ehrlich zu, und habe dort mal in dieser Taint Welt, in dieser verschmutzten Welt, diese Ätherblüten aufgebaut, um das Ganze zu verhindern, dass es sich ein bisschen ausbreitet. Warum? Das kann ich gerne zeigen. Da bin ich und hier ist das ganze Zeug und hier ist mein Kollege, da um drum. Das zieht leider in unsere Richtung, deswegen ich versuche das so zu unterbinden, dass es nicht in unsere Richtung kommt. Das versuche ich ein bisschen aufzuhalten. Wenn es jetzt da hinten rausgegangen wäre, wäre es mir ein bisschen eigentlich egal gewesen. Ist es aber nicht, es breitet sich ein bisschen in unsere Richtung aus, deswegen versuche ich das zu unterbinden. Weil wir möchten natürlich unsere Gebiete schon noch gerne behalten, ja. Also ich möchte jetzt nicht extra wieder umziehen müssen. Deswegen versuche ich das halt jetzt schon so ein bisschen zu unterbinden. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich sage es euch offen und ehrlich. Ich habe dort diese Blumen einfach jetzt mal hingemacht, damit wir das verhindern können, dass es in unsere Richtung kommt. Ja, weil ich habe keine Lust, wie gesagt, jetzt auf einmal wieder umziehen zu müssen. Finde ich nicht so schön. Da sieht man auch, der Kollege untenrum, der hat schon gebaut. Hier. Er ist auch in der Nähe eines Dorfes. Hat es diesmal ganz schlau gemacht. Ist gleich in die Nähe des Dorfes gegangen. Hätten wir vielleicht auch machen können, eigentlich. Aber wir haben hier auch ein Dorf in der Nähe. Von daher ist es nicht ganz so wild. Und das Dorf ist auch nicht allzu weit weg. Und da ist auch nochmal eins. Ist also gut. Wir werden Verbindungen machen. Definitiv. Ich werde auch wieder eine Straße bauen. Habe ich mir schon vorgenommen.
Machen wir auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir aber erstmal ein bisschen Eisenerz. Und jetzt tun wir mal diese Mühle hier bauen, beziehungsweise einen Schmiedehammer brauchen wir jetzt als erstes mal. Stopp. Nein, nicht das. Nein. Okay, wir brauchen noch viel Eisenerz anscheinend. Okay. Brauche erstmal einen Schmiedehammer. Haben wir einen Faden? Ich hoffe, dass wir einen Faden haben. Irgendwo einen Faden. Meine Damen und Herren, haben wir einen Faden? Das ist ein Taumiumschwert. Die Schmiede müssen wir auch noch aufstellen. Das Grundriss, oder das Grundriss, genau, den Grundriss des Hauses werde ich wahrscheinlich in einem Stream machen. Das heißt also, wer da mal Bock hat, dabei zu sein, dann könnt ihr das gerne tun. Twitch.tv und Nightghost/NightghostHD. Da könnt ihr dann auf jeden Fall zuschauen. Deswegen, da werde ich den Grundriss machen. Jetzt habe ich bloß ein Problem, ich habe keinen Faden. Ich habe doch Baumwollpflanzen irgendwo aufgenommen. Baumwolle, hier, guck mal, kann ich nicht mit Baumwolle irgendwie Faden machen? Will ich das nicht machen? Hallo, Baumwolle? Baumwollsamen? Das nicht irgendwie? Ich brauche Faden, ich brauche einen Faden. Mist, Mist, Mist. Ging das nicht irgendwie? Irgendwie? Nein. Pam's Harvestcraft ist ja hier wieder mit drin, ne? Für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ich dachte, das ging irgendwie. Da war doch. Hä? Faden, danke. Tschüss. So, wir brauchen Eisen. Ich glaube hier. Und dann einen, beziehungsweise zwei Stöcke. Joho, ein Schmiedehammer. Da ist er. Sehr schön. Dann können wir jetzt, bam, schon mal das Ganze machen. Dann haben wir schon mal ein paar. So, die erste technische Sache heute, ne? Das hier ist Bruchstein, Feuerstein, Stock. Das ist, also die Mod ist ja echt simpel. Also der Anfang zumindest. Ich sag's vielleicht lieber nicht so laut, ansonsten wird's immer noch schwieriger. Aber das ist okay, das ist okay. Habe ich schon erwähnt, dass es wieder, wirklich wieder richtig, richtig Spaß macht, Minecraft zu spielen und das Ganze auch aufzunehmen. Mit euch zu spielen. Ja, und dass ihr zuschaut, dass es euch hoffentlich auch Spaß macht, dass man vielleicht wirklich den Spaß überbringt. Ich weiß nicht. Also mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt haben wir die Mühle schon. Cool, wir haben die Mühle. Yay! Die braucht jetzt einfach Kohle, wenn ich das richtig verstanden habe. Kohle und ein Erz, was wir verdoppeln wollen, ne? Wir nehmen mal Kupfererz. Kohle, Erz rein. Oh, Kohle, Erz rein. Ja, geil. Ich höre keine Sounds, so wie ihr. Ich höre keine Sounds. Muss ich mal gucken. Nuklearkraft, das schreibe ich mir mal auf. Wartet mal. Nuklearkraft. Ich habe hier meinen schlauen Zettel. Beziehungsweise meine schlaue Magnettafel. Sounds. Nuklearkraft. So, schreibe ich mir mal auf. Vielleicht kann ich die nämlich aktivieren, weil ich persönlich mag es, einfach die Sounds zu hören. Von den Maschinen, die eben irgendwie, ja, Krach machen. Ich finde das schön. Warum? Weiß ich nicht. Ich finde es einfach nur schön. Ist vielleicht doof erklärt, aber ist nun mal so. Ich finde das cool einfach. Es gehört einfach dazu. Eine Maschine macht nun mal Krach. Dementsprechend finde ich, es gehört einfach dazu, dass man auch mal hört. So, das da passt. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Mühle. Freut mich sehr, wenn ich ehrlich bin. So, kurz ein Bildchen gemacht, ja, für den Thumbnail. Ist aber auf jeden Fall schon mal eine Mühle und wir können jetzt definitiv ein bisschen die Erze verarbeiten. So, jetzt heißt es aber, ich brauche irgendwie einen Trichter. Trichter. Kann ich den auch schon bauen? Ich denke schon. Weil dann würde ich das Ganze in eine Kiste laufen lassen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass das automatisch irgendwie... Kann ich... Moment, das interessiert mich jetzt mal. Kann ich vielleicht sagen, hey komm, ich hau die Kiste nebendran und du haust das da rein? Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Vor allem geht das dann überhaupt mit dem Trichter? Das probieren wir einfach mal. Eisen, 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 Eisen. Gib mal Eisen her. Gib mal Eisen her, mein Freund. So, danke. Eisen, wo ist Eisen? Eisen her, gut.
Das machen wir jetzt mal. Das checken wir mal. Das hier geht ja anscheinend nicht. Das ist okay dann. Brauchen wir dann erstmal nicht. Ich muss das Ganze auch irgendwie noch ein bisschen anders da machen. Guck mal, hier machen wir jetzt mal Industrial Craft Sachen rein. Oder so Immersive Engineering. Industrial Craft haben wir ja gar nicht, stimmt ja. Immersive Engineering machen wir mal hier rein. Das hier. Dann mache ich mal ein Schild. Ein Schild, ein Schild, ein Schild, ein Schild. So. Ein Schild. So. Zack. Jetzt haben wir drei Schilder, aber das ist egal. Da schreiben wir jetzt einfach mal hin Immersive N. So. Dann weiß ich, was da drin ist und kann trotzdem auf die Kiste zugreifen. Das finde ich gut. Hier schreiben wir Erze hin. So. Und hier, das waren die Roherze, ne? Genau. Oh, ihr hört meine Tastatur. Tut mir leid, ist halt so. Roherze. Da, Immersive. Das ist Tinkers noch mit dabei. Das ist okay. Soundcraft ist da mit dabei. Wir machen das erstmal. Ich sortiere jetzt mal hier so ein bisschen um kurz. Nein, nicht Tinkers. Das ist Pneumatic Craft. Ach stimmt, die hätten wir ja auch noch gehabt. Oh, da muss ich auch noch gucken. Mit Pneumatic Craft weiß ich schon ganz genau, was ich machen möchte. Da gibt es einen richtig coolen Fahrstuhl und genau diesen möchte ich haben. Und schon kann man sich wahrscheinlich denken, wie das Ganze hier ablaufen wird. Bei mir. Tinkers. Das ist auch Tinkers. Das ist Soundcraft. Habe ich noch irgendwas von Immersive? Hier, das behandelte Holz. Genau. Und das da kann man noch reinmachen. Zack. Okay. Das ist so okay. Hier ist schon mal sehr, sehr viel Eisen. Und jetzt probieren wir das mal mit einer Kiste aus schnell. Warte mal. Kiste. Gib mal her. Kiste, Kiste, Kiste. Brauche ich ja eh dann eine. Wenn ich die nebenan stelle, geht es auch nicht rein. Ne? Okay. Also wir brauchen definitiv dann vom Prinzip her eine. Was soll ich sagen? Ein Trichter. Oder im Kabel. Jetzt interessiert mich aber mal, gibt es auch Schmelz von Nuklearkraft etwas zum Schmelzen? Also zum Braten. Flexspeed Steam Power, Schmelztiegel, sehr, sehr geil. Habe ich mir wie gesagt gerade schon angeguckt und finde das gar nicht so schlecht. Tinkers Construct, nee, Witchery, Induction Schmelzer, nee, das da bringt mir nichts. Ofen, Ofen, Ofen. Gibt's da einen? Metallofen, Elektroofen, bam. Na, ihr wisst, was wir tun, ne? Ihr wisst, was wir tun. Zack, gib her. Hoppla. Oh, ich brauche noch den anderen Hammer. Wir arbeiten mal mit Nuklearkraft. Warum nicht? Ist, denke ich mal, auch sehr, sehr cool. Zack, haben wir einen Metallofen von Nuklearkraft. Finde ich irgendwie nice. Finde ich irgendwie richtig, richtig nice. Muss einfach mit Kohle befördert werden. Befördert, genau, befeuert werden. Das ist okay. Koks, Kohle, Holzkohle. Müssen wir auch noch gucken, ne? Holzkohle, habe ich gesagt. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch schauen, dass wir da was machen können. Das Ganze da rein. So, den Schmiede haben wir wieder hier rein. Dann einmal in das hier rein. Und das war's. Ja, das würde ich sagen, das war's. Das lege ich mal dahin. Hier muss noch irgendwie Glas rein. Sonst werde ich hier beschossen. Wobei, habe ich hier Zäune oder sowas? Dann nehme ich einfach Zäune. Hier habe ich mal einen Zaun. Der passt schon mal hier rein. Man muss ja nicht immer Glas nehmen. Ist alles gut. Auch nochmal Immersive Engineering. Immersive Engineering. Matter Overdrive, das ist Essen. Immersive. Das muss noch löschen, immer noch. Lege ich mal zur Seite. Hier unbedingt noch löschen. Ist da noch was drin? Nope. Dann das da rein. Zum ersten Mal arbeite ich mit Nuklearkraft. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon so ein bisschen begeistert von Nuklearkraft. So ein bisschen begeistert. Weil ich damit mit einfachen Mitteln sofort ein Dings bauen konnte. Eine Mühle sozusagen bauen konnte. Eine Erzverdopplung.
und dementsprechend das Ganze auch richtig, richtig schnell und gut funktioniert. So, das hier nochmal, dich baue ich mal weg, Entschuldigung, aber du musst nochmal kurz weichen. Zack. Nein. Ach, das Moment, das funktioniert da so gar nicht. Wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe, das funktioniert da so gar nicht. Ja. Weil es fällt ja nirgendwo raus. Ich bräuchte da schon die Option mit einem Kabel oder sowas dann. Hallo, Zombie, was geht? Oh. Also nicht zufällig gut, Mode. Danke. Dankeschön. Tschüss. Wir gehen mal kurz schlafen. Können wir nicht. Sehr schön. Aber her. Aber jetzt kann ich schlafen. Immer noch nicht. Ich will schlafen. Jetzt kann ich schlafen. Sehr schön. So, wir gehen mal kurz schlafen. Dann sammeln wir natürlich schnell die XP da ein. Aber her. Und die nicht vorhandenen Gehirne von den Zombies. Na, lass mich doch rein. So. Kohle, 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 Kohle habe ich hier nicht mehr. Roherze sind hier. Hier sind die Fertigerze. Da haben wir noch ein bisschen Koks. Dann nehmen wir das einfach. Kabel. Gibt es irgendwie welche Kabel, die ich nutzen kann dafür? Ich glaube von Open. Open Blocks. Gab es da nicht diese Kabel? Oder waren die von was anderem? Das ist Open Tür, das ist was ganz anderes. Open Blocks, nee. Oder was von Extra Utilities? Das kann natürlich auch sein. Moment. Extra Utilities. Ja, davon waren die Kabel. Hallo, Enderman. Das ist schön, dass du mich auch mal besuchen kommst, lieber Enderman. Enderman, Enderman. Hier sind auf jeden Fall die. Wo sind die Kabel? Bin die gerade nicht? Bin ich jetzt gerade echt blind? Da, Node. Das war doch die Transfer-Node. Transfer-Flüssigkeiten, Transfer-Node-Energie, Anziehungs. Reicht die? Vom Prinzip? Ich weiß es nicht. Reicht so eine Transfer-Node einfach nur? Das hier ist das Rohr dann. Steinstufe. Haben wir denn noch zur Auswahl? Erstmal mit der Hand arbeiten haben wir noch zur Auswahl, würde ich sagen. Ist aber auch nicht so schlimm eigentlich. Komm, wir machen das einfach so. Zack. Oh. So war das nicht gedacht, sondern so. Genau. Und dann können wir da oben einfach die Erze reinballern. Zack, Kupfererz, das Ganze wird dann rausgearbeitet. Das ist okay so, denke ich doch. Und Kupfer, Kupfer, Kupfer mache ich alles mal da rein. Das wird jetzt alles verarbeitet, solange wir natürlich Kohle haben. Um das Kohle, um die Kohle, um das Kohle, genau. Müssen wir uns natürlich auch noch kümmern. So, die Erze da rein wieder. Auch das Pulver von mir aus, das stört mich jetzt gar nicht. Sieht doch schon gut aus. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal weiterschauen. So, das war's aber erstmal wieder von dieser Folge. Meine Freunde, folgendermaßen, was ich sagen wollte. Das Haus werde ich in einem Stream wahrscheinlich abstecken. Das heißt also, ich weiß jetzt noch nicht, wann wir streamen. Vor allem muss ich die Folgen dann so einplanen, dass ich nach Möglichkeit nicht so viel spoiler. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kriege ich auf jeden Fall noch hin. Denke ich doch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem Stream oder eben in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Technik The New World. Wir bauen eine neue Welt auf. Und ich werde auch ohne Aufnahme hier ab und zu mal tätig sein, aber ich werde ohne Aufnahme keine Maschinen bauen. Wenn doch, dann werde ich euch diese Maschinen natürlich erläutern.
was ich gebaut habe, wie wir sie gebaut haben. Also nicht wundern, wenn das mal so ist. Aber in der Regel werde ich wirklich ohne Aufnahme nichts hier machen. So ist der Plan. Vielleicht so ein bisschen die Grundstruktur des Hauses und den Rest dann im Stream. Das werde ich noch sehen. Oder den Ort des Hauses schon mal Platz freiräumen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir haben jetzt die ersten technischen Sachen gemacht. Nuclearcraft ist das erste, was wir hier haben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Nightghost. Ciao.